dem zu, dem Ausdruckstanz zu frönen, sollte das tun. Wir haben hier vorne eine Tanzfläche der Klasse 1 begradigt. Für die Fortgeschrittenen gibt es dann die Tanzfläche im hinteren Bereich. Einige haben es auch schon probiert. Das ist zum Beispiel die Dame dort, die diese zwei Stützen rechts und links trägt. Es ist nicht ganz ungefährlich, wenn man dort hinten auf der Tanzfläche tanzt. Leichte Unebenheiten, aber das sieht dann sehr interessant aus, wenn man dort tanzt. Also für diejenigen, die nicht tanzen, auch nur zugucken. Vielleicht beim nächsten Song die Gelegenheit einfach mal beim Shop verpacken. Wir spielen Musik von einem Mann, der kommt ursprünglich aus England, genau gesagt aus London. Er lebt mittlerweile in den USA und wir freuen uns schon, wir werden ihn dieses Jahr im Juli treffen, am 1. Juli-Wochenende. Und sein Name ist James Hunter, hat tolle Musik gemacht, wie zum Beispiel den folgenden Song, Karina. Da ich alle Karin, gibt es jemand, der Karin heißt? Karin? Karin? Karina? Jemand vielleicht sogar Karina? Jemand Karina? Wir spielen ihn trotzdem, Karina.